Willkommen zu einem neuen Video bei CLP Tutorials. Mein Name ist Christoph und in diesem Video geht es um den neuen Asus Republic of Gamers Rapture GT AXI 16000. Das ist das neue Topmodell für Wi-Fi 6E von Asus und wir werden uns das in diesem Video mal ganz genau ansehen. Zu Beginn noch ganz schnell. Dieser Router wurde mir für das Testvideo von Asus bereitgestellt. An dieser Stelle vielen Dank. Wir werden uns jetzt zu Beginn erstmal mit der Hardware-Gewalt von außen auseinandersetzen. Also was ist hier direkt ersichtlich? Also zu Beginn natürlich ganz schnell. Es ist ein wahnsinnig sperriges und sehr schweres System. In der Praxis natürlich jetzt nicht das Riesenproblem, weil so oft bewegt man den WLAN-Router dann auch nicht. Aber es ist halt wirklich tendenziell eher ein unpraktischer Zeitgenosse. Fangen wir erstmal von außen an. Spinnenartiges Design. Wir haben insgesamt 8 externe Antennen, da es sich um ein Quadband-WLAN-System handelt, das also insgesamt über 4 WLAN-Module verfügt, jedes davon mit einem 4x4-Aufbau, ist natürlich klar, das sind eigentlich 16 Antennen. Und die setzen sich hier wie folgt zusammen. Wir haben insgesamt 4 von diesen externen WLAN-Antennen, die wirklich nur eine Funkfrequenz beinhalten. Die anderen 4 sind jeweils Dualband-Antennen, die beinhalten dementsprechend 2 Frequenzbereiche. Und dann haben wir noch hier intern, ich glaube es ist auf dieser Seite, noch insgesamt 4 interne WLAN-Antennen. Also es ist wirklich, wirklich gewaltig, das muss man ganz klar sagen. Bei den externen Antennen, dazu direkt auch noch was, ist es so, dass man das im Vergleich zum Vorgänger oder sagen wir mal zum kleineren Vorgänger, dem GT AXI 11000, ein bisschen angepasst hat. Das heißt, beim GT AXI 11000 war das ja alles noch ein bisschen größer, ein bisschen, oder ja, größer ist das falsche Wort, aber sagen wir mal, die Antennen waren stehen ein bisschen weiter raus. Es war insgesamt ein bisschen, ja, ich sag mal, nicht so super robust designt. Jetzt ist es sehr robust designt, hat aber auch wieder Nachteile. Schauen wir uns nämlich mal schnell an. Man kann die WLAN-Antennen nur maximal so nach hinten und vorne bewegen und dann halt drehen. Aber der Vorteil ist, dass es eben robuster ist im Vergleich zum Beispiel zum GT AXI 11000. Auf der Gegenseite muss man natürlich auch berücksichtigen, wenn man den dann erstmalig zusammenbaut, dann holt man den ja so quasi aus der Verpackung raus, ich hoffe, man kann es gut erkennen, und dann muss man erstmal eine der Antennen so zurückschalten oder zurückschnallen, dann die andere hochdrehen und dann kann man die erste quasi hochdrehen. Also das sollte man berücksichtigen. Ja, Oberfläche. Vom Prinzip her auch erstmal so gehalten, wie man das von den ROG-Modellen kennt. Hier auch wieder mit RGB und das Ganze hier mit so einer Art Infinity, also einem Unendlichkeitsspiegel, wo dann quasi die LEDs so nach innen noch scheinen. Das sieht eigentlich ganz cool aus als Effekt. Das Ganze ist Hochglanz. Ne? Ich mache mal wie mittlerweile üblich den Hochglanztest. So sieht das Ganze aus. Ne? Ich glaube, man kann es gut erkennen. Das ist natürlich wie immer auf der einen Seite recht schick, wenn es einem gefällt. Auf der anderen Seite sieht man natürlich auch Staub wieder sofort. Ja, das wäre es erstmal so von den äußeren Eindrücken. Als nächstes werfen wir natürlich mal einen Blick auf die Anschlüsse. Und das finde ich auch hier wieder gut gemacht, wie so oft. Alles auf einer Seite. Das heißt, hier finden wir alle Anschlüsse des Systems. Und da fällt natürlich schon auf, da ist ein bisschen was dabei. Fangen wir erstmal hier hinten auf der langweiligen Seite an. Da haben wir vom Prinzip her einmal den Stromanschluss fürs externe Netzteil, also für die Spannungsversorgung, dann einen An-Ausschalter, wie das oftmals bei international verkauften Produkten der Fall ist, 2 USB-Buchsen, eine USB 3.0 und eine USB 2.0-Buchse. Das liegt am Broadcom BCM 4912 SoC, der hier verbaut wird, der genau diese 2 Schnittstellen bereitstellen kann. Dann haben wir hier noch den Reset-Schalter, so ein typisches Loch, wo man dann eben schauen muss, wie man das resette bekommt, wenn man den Router mal resetten möchte. Dann haben wir hier auf der Seite auch wieder recht unspektakulär 4 1 Gigabit Schnittstellen und dann kommen die Schnittstellen, die spannend sind. 2,5 Gigabit WAN-Port, der kann aber auch als LAN-Port genutzt werden. Und dann folgen die 2 Top-Schnittstellen hier hinten und zwar die 2 10 Gigabit Ports. 2 RJ45 10 Gigabit Ports hat das System. Im Auslieferungszustand sind die als LAN-Port eingerichtet, die können aber auch als WAN-Port konfiguriert werden. Das heißt, ich kann hier tatsächlich einen 10 Gigabit WAN-Port nutzen und einen 10 Gigabit LAN-Port. Außerdem, dank der Dual-WAN-Funktion, kann ich auch zum Beispiel den 2,5 und den 10 Gigabit oder einen der 10 Gigabit Ports zusammen kombinieren, jeweils als
zwei WAN-Ports und könnte dann auch wieder versuchen, das Ganze eben dann intern eben abzufrühstücken mit dem verbleibenden 10-Gigabit-Port und den 4 1-Gigabit-LAN-Ports. Die 1-Gigabit-LAN-Ports lassen sich übrigens alle nur als LAN-Ports verwenden. Wie üblich gibt es da noch die Möglichkeit, mit Link Aggregation noch ein bisschen zu arbeiten. Ja, vom Prinzip her. Das sind die Anschlüsse von außen. Das ist das System im direkten Überblick. Es ist gewaltig, es ist ein Riesenteil. Und ich würde sagen, jetzt schauen wir uns die Hardware-Spezifikation noch mal ein bisschen genauer an, gerade so im Bereich WLAN. Ich würde sagen, da starten wir wie immer erstmal mit der Tabelle im Überblick. Hier sehen wir jetzt natürlich schon mal so ein paar wichtige Details des GTAxE 16000. Man kann sofort erkennen, die Hardware-Basis ist der Broadcom BCM4912 als SoC und damit natürlich auch als Plattform. Vom Prinzip her ist das ein aktueller High-End-SoC aus dem Hause Broadcom, der auch bei anderen Asus-Produkten zum Teil zum Einsatz kommt, unter anderem beim Zenwifi Pro ET12, beim Asus Republic of Gamers Rapture GTAX 6000 und auch meines Wissens nach beim neuen GTAX 11000 Pro. Also das heißt, das ist schon wirklich so der High-End-SoC, der hier bei vielen Asus-Produkten zum Einsatz kommt, allerdings nirgends mit dieser Gesamtausstattung. Das heißt, nur beim GTAxE 16000 wird dann wirklich in die Vollen gegriffen und alles dran gemacht, was irgendwie geht. Das heißt, wir haben hier 4 1-Gigabit-Ports, ein 2,5-Gigabit-Port, zwei 10-Gigabit-Ports, Bandbreite ohne Ende, ne? 4 WLAN-Chipsätze sind da angebunden. Schauen wir uns gleich nochmal im Detail an. Jeweils mit der maximalen Bandbreite, die möglich ist, in dem jeweiligen Frequenzband mit der maximalen Kanalbandbreite bei einem 4x4-Aufbau. Das heißt, in allen 4 Frequenzbändern gibt es einen 4x4-Aufbau. Schauen wir uns die WLAN-Hardware auch nochmal im Detail an. Dann sieht man hier sofort, ne, den Antennenaufbau 4x4x4. Also wirklich Wahnsinn. Dann natürlich als Standard 802.11ax in der Version Release 2. Das liegt an der Hardware, denn mit dem Broadcom BCM 6715 in allen 4 Frequenzbändern hat man natürlich da auch absolut aktuelle Hardware. Und das ergibt dann hier natürlich auch diese gewaltige Bandbreite, die das System bereitstellen kann und natürlich auch die neuesten Wi-Fi 6 und Wi-Fi 6E Features aufgrund der Release 2 Hardware. Damit sind wir die ganze Thematik Hardware und Ausstattung soweit durch. Ich würde sagen, jetzt gehen wir als nächstes mal in die WLAN-Benchmarks und schauen uns dort an, wie der GTAxE 16000 im Vergleich zu anderen Modellen performt. Und hier starten wir im 2,4 GHz Frequenzband. Der GTAxE 16000 ist hier ganz offensichtlich nicht an allererster Stelle, was die Performance angeht, aber ist durchaus konkurrenzfähig. Man muss dazu sagen, der RAXE 300 und auch der Asus Zenwifi Pro ET12, das sind beide Systeme, die wirklich sehr stark im 2,4 GHz Frequenzband sind. Von daher erstmal eine ganz gute Vorstellung, gerade wenn man berücksichtigt, dass das 2,4 GHz Frequenzband hier natürlich jetzt nicht so die Riesenpriorität bei diesem Produkt hat. Als nächstes gehen wir ins 5 GHz Frequenzband. Das ist natürlich ein sehr wichtiges Frequenzband. Hier werden wir natürlich jetzt auch gleich sehen, er ist natürlich in beiden Kanalbereichen mit unterschiedlicher Hardware quasi drinnen. Also er hat natürlich die gleichen WLAN-Chipsätze, aber die Antennenkonfiguration ist ein bisschen anders. Schauen wir erstmal hier rein auf Kanal 36 bis 64, was dann das 5 GHz Modul 1 ist. Vom Prinzip her, die Performance ist nicht schlecht, die ist definitiv gut, aber sie ist eben nicht so gut wie zum Beispiel hier beim ET12 oder beim RAXE 300, die ja einfach ein bisschen besser performen, wobei man da fairerweise dazu sagen muss, dass der ET12 nur geringfügig besser ist und der RAXE 300 aktuell in diesem Frequenzband oder in diesem Bereich tatsächlich so ziemlich das schnellste ist, was man bekommen kann. Also da muss man schon sagen, im Vergleich performt der GTAxE 16000 da zwar etwas schwächer, aber es ist ein sehr, sehr hohes Level, was hier erreicht wird. Dann wechseln wir auf Kanal 100 im 5 GHz Frequenzband. Hierbei ganz wichtig ist, die beiden konkurrierenden Benchmark-Gegner verwenden jetzt natürlich ihr 5 GHz Modul in diesem Frequenzbereich. Der GTAxE 16000 nutzt jetzt einfach das nächste 5 GHz Modul, nämlich das 5 GHz Modul 2. Und er performt hier richtig gut. Das sieht man sehr gut am Anfang in den Benchmarks. Also wirklich viel schneller geht es halt einfach nicht. Oder es geht de facto eigentlich nicht schneller. Und dementsprechend sind das sehr, 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 sehr gute Werte. Auf Distanz bricht er hier und da ein bisschen ein. Aber ich würde auch hier sagen, sehr, sehr gute Performance. Wenn auch nicht das Maximum auf Distanz, was theoretisch möglich ist, was man zum Beispiel jetzt hier beim ET12 sieht, der da etwas besser performt.
oder geringfügig. Das ist jetzt kein großer Schritt natürlich. Als nächstes schauen wir ins 6 GHz Frequenzband und damit auf die Performance des vierten WLAN-Moduls. Hier muss man jetzt natürlich ganz klar sagen, der RAXE500 von Netgear und der ASUS ZenWiFi Pro ET12, das sind beide Systeme, die hier wirklich sehr gut performen, also wirklich eine herausragende Performance abliefern. Und da muss man sagen, verliert der GTA-XE16000 natürlich jetzt ein bisschen. Das sieht man insbesondere auf Distanz, da bricht er schon einiges mehr ein in der Durchsatzleistung. Da muss man ganz klar sagen, das liegt vermutlich daran, weil im 6 GHz Frequenzband auch mehrere interne Antennen genutzt werden beim GTA-XE16000. Dementsprechend hat man hier dann einfach auf Distanz mehr Performance-Einbußen als jetzt beispielsweise beim ET12. Schauen wir uns das Ganze dann nochmal im großen 6 GHz WLAN-Vergleich an, das heißt hier nochmal mit diversen Wi-Fi 6E-Systemen, da muss man ganz klar sagen, er gehört an vielen Messpunkten jetzt wirklich nicht zu den allerschnellsten Systemen hier. Einzelne Messpunkte, da ist er wirklich sehr, sehr stark. Gerade wenn man an Messpunkt 8 schaut, was halt dieser Distanzpunkt ist, da performt er als zweitbestes System. Das muss man jetzt fairerweise auch mal sagen. Aber an den anderen Punkten ist er doch meistens dann eher so im hinteren Feld. Dann schauen wir uns noch die drei wichtigsten WLAN-Module im direkten Vergleich an. Das ist vom Prinzip her 5 GHz Modul 1, 5 GHz Modul 2 und das 6 GHz Modul. Man kann ja sehr gut erkennen, dass natürlich gerade auf Distanz das Modul 3, also 5 GHz Modul 2, hier extrem viel stärker ist, was natürlich an der sehr hohen Sendeleistung in diesem Frequenzbereich liegt und die wird hier eben vom GTA-XE16000 auch ausgeschöpft. Dementsprechend kann man ganz klar sagen, auf kurzer bis mittlerer Distanz 6 GHz und 5 GHz Modul 1 durchaus sehr brauchbar. Steigt die Distanz, dann wird das 5 GHz Modul 2 natürlich immer stärker im Vergleich. Also der Abstand zwischen den einzelnen Modulen wird dann immer größer. Jetzt haben wir insgesamt natürlich gesehen, okay, das System hat sehr viele WLAN-Module, die liefern insgesamt schon eine gute Performance. Wie sieht das natürlich kombiniert aus? Das sieht man jetzt mal eingeblendet, das ist die sogenannte Systemleistung, so nenne ich das. Das heißt, wir kombinieren einfach mal wirklich den Durchsatz aller WLAN-Bänder, die verfügbar sind. Und das ist natürlich hier schon wirklich sehr viel. Also 5,7 Gigabit WLAN-Durchsatz ist natürlich krass. Und man muss dazu sagen, wir haben jetzt hier nur pro Frequenzband einen Client. Nutze ich Multi-User MIMO, werde ich den Durchsatz vermutlich noch um bis zu 30% anheben können. Und das ist dann natürlich schon wirklich mega viel. Man muss jetzt noch was dazu sagen. Die konkurrierenden Systeme verfügen alle maximal über 2,5 Gigabit Ports. Das bedeutet, sie können diese Bandbreite nicht in eine Richtung, also zum Beispiel in Richtung LAN oder in Richtung WAN, komplett sinnvoll abrufen. Der GTA-XE16000 kann das, weil er 10 Gigabit Ports hat. Also das muss man nochmal dazu sagen. Fairerweise, diese Durchsatzergebnisse, also diese Systemleistung ist natürlich unter guten Bedingungen. Das heißt, unter realen Bedingungen im Sinne von, ich habe mehr Distanz zum Router und so weiter, also ich habe einen bunten Mix quasi, wird man natürlich so viel Bandbreite dann nicht abrufen können, das ist ganz klar. Aber man wird definitiv unter Berücksichtigung und Verwendung aller vier WLAN-Module auf jeden Fall deutlich mehr Durchsatz generieren können als mit den hier gezeigten Alternativen. Insgesamt kann man sagen, die Gesamtperformance ist sehr, sehr stark. Natürlich in der Performance einzelner WLAN-Module gibt es definitiv auch stärkere Systeme. Also das heißt, wenn ich mich auf zum Beispiel nur das 6 GHz Band jetzt fokussiere, dann muss ich feststellen, okay, so ein ZenWiFi Pro ET12 performt dann zum Beispiel besser. Und so sieht das in vielen Frequenzbändern aus. Ausnahme das 5 GHz Modul 2, das ist wirklich sehr stark. Also das ist wirklich sehr stark. Da gibt es zurzeit vermutlich kaum Modell, das da wirklich ernsthaft mithalten kann. Dementsprechend, in vielen Fällen ist man jetzt vielleicht nicht auf dem allerhöchsten Level, aber in einzelnen Fällen dann wieder schon. Und in der Gesamtausstattung ist es natürlich brachial. Das ist natürlich klar, weil man halt diesen Quadbandaufbau hat. Ja, vom Prinzip her, das war es erstmal zum Thema WLAN-Performance. Als nächstes schauen wir noch ein paar andere interessante Aspekte an. Angefangen erstmal mit der Performance rund um das Thema Internetzugriff. Also zum Beispiel NAT und so weiter. Schauen wir mal schnell rein. Hier sieht man jetzt mal eingeblendet den Netzwerkdatenverkehr, natürlich mit einem Testaufbau, wo man wirklich mal sieht, was da durchgeht. Unten sehen wir Ergebnisse aus einem IPERF 3 Benchmark, den ich durchgeführt habe. Und da sieht man ganz klar, in Downstream-Richtung waren es dann netto so 9,1 Gigabit.
Upload war mit 5,3 Gigabit. Ich habe natürlich mehrere Tests durchgeführt, dementsprechend kann ich auch sagen, okay, minimal schwanken tut das Ganze natürlich. Gerade in Upload-Richtung hatte ich auch mal Ergebnisse mit 5,6 Gigabit und so weiter. Aber das hier sind, wie gesagt, die finalen Messungen dann. Dementsprechend kann man ganz klar sagen, Durchsatzleistung, also Warnperformance ist da, aber natürlich noch nicht ganz auf dem Level, was theoretisch möglich wäre. Zu der Performance findet man bereits ein paar Informationen. Das heißt, Asus nutzt hier natürlich den Paketbeschleuniger des BCM4912 und hier kann man ganz klar sagen, da wird noch dran geschraubt. Laut Asus soll das System, also der Paketbeschleuniger, 9,5 Gigabit Netto-Durchsatz schaffen. Das ist natürlich unter optimalen Bedingungen, das heißt Paketgrößen und so weiter, das muss dann alles passen. In meinem Test System, sage ich jetzt mal, wird aufgrund der Paketgrößen und so weiter maximal 9,3 Gigabit Netto-Durchsatz möglich sein. Dementsprechend ist man da mit den 9,1 irgendwas Gigabit schon sehr nah dran. Also von daher im Downstream ist die Performance meiner Meinung nach daher quasi annähernd perfekt. In Upstream-Richtung hingegen ist der Einbruch teils schon deutlich. Also da würde ich mir auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Durchsatz wünschen, denn wenn man jetzt einen 10 Gigabit Synchronanschluss hat, beispielsweise an diesem System, dann würde man in Downstream-Richtung den quasi annähernd voll ausreizen können und in Upstream-Richtung hätte man halt schon einen deutlichen Einbruch in der Performance. Heißt natürlich auch, habe ich einen 5 Gigabit Synchronanschluss, dann kriege ich den auch komplett realisiert. Sollte man einfach nur zum aktuellen Zeitpunkt wissen, dass es da noch Performance-Einschränkungen gibt. Als nächstes kommen wir zur NAS-Performance. Da sieht man jetzt natürlich schon, der ist sehr, sehr stark. Wir reden hier immerhin von 233 Megabyte pro Sekunde im Download und 146 Megabyte im Upload. Das ist wirklich wahnsinnig viel. Also das ist schon so fast die Performance-Klasse von einem kleinen NAS. Also wirklich sehr, sehr stark. Als nächstes schauen wir dann natürlich auf das ganz wichtige Thema Energiebedarf. Und das, was man hier sieht, ist jetzt sicherlich keine Überraschung. Der Energiebedarf ist hoch. Es liegt natürlich an der Hardware-Ausstattung. Mit so viel Hardware hat man einen hohen Energiebedarf. Das ist einfach so. Es handelt sich um die modernste Hardware, aber das ist in dieser Ausstattung natürlich trotzdem ein richtiger Stromfresser. Vom Prinzip her ganz schnell, wie wurde das Ganze getestet? 2,5 und einer der 10 Gigabit Ports wurden genutzt. Das heißt, es sind noch einige Ports nicht belegt. Das gleiche aber auch bei den anderen Systemen. Da wurden jeweils nur ein 2,5 und ein 1 Gigabit Port verwendet, im Falle des GTA XE 11000. Und beim Zenwifi Pro ET12 wurden zwei 2,5 Gigabit Ports genutzt. Der Durchsatz unter Last beträgt hier beim GTA XE 16000 rund 5,1 Gigabit, also wirklich viel. Das Ganze natürlich über WLAN, dementsprechend natürlich auch ordentlich Leistungsaufnahme der WLAN-Module hier zu sehen. Ja, und das führt natürlich dann zu einem krassen Energiebedarf. Das heißt, High-End-Systeme fordern hier natürlich ihren Tribut. Ne? Wer sagt, ich möchte möglichst energieeffizient unterwegs sein und brauche wenig Datendurchsatz, der ist hier natürlich offensichtlich falsch. Dann kommen wir noch zum Thema Konfiguration. Da muss man sagen, das ist das übliche Asus WRT mit dem ROG Rapture GT Stempel. Das heißt, diese Modelle dieser Serie haben natürlich auch wieder einen etwas erweiterten Funktionsumfang rund um das Thema Gaming und können da halt das ein oder andere noch nutzen, was zum Beispiel normale Asus-Systeme nicht können. Hier nochmal schnell im Überblick, so sieht das Ganze auf dem Webinterface aus. Also man hat da so die übliche Asus Republic of Gamers GT Serienkost. Vom Prinzip her, wenn du dazu noch mehr Details haben möchtest, dann kannst du das in dem hier eingeblendeten Video. Dort wurde alles mal genau an einem GTA XE 11000 gezeigt. Ein wichtiger Punkt allerdings noch zum Thema Magenta TV. Das ist nach wie vor mit den Media Receivern hier nicht möglich, denn das ganze Thema IGMP Proxy ist hier nicht so implementiert, dass das mit den Telekom Media Receivern kompatibel ist. Das heißt, nutzt man Magenta TV, sollte man den Over-the-Top Service nutzen, also sprich die Magenta TV App. Die nutzt nämlich kein IGMP Multicast und funktioniert dementsprechend einwandfrei in Kombination mit Asus Routern. Und damit willkommen im Fazit zum Asus Republic of Gamers Rapture GTA XE 16000. Man kann ganz klar sagen, das Teil ist brachial. Die Gesamtperformance, also über alle Punkte hinweg, ist hier wirklich extrem hoch. Das ist ein sehr starkes System, was jetzt auch keine Überraschung ist bei dieser Hardware-Ausstattung. Besonders erwähnen möchte ich dabei nochmal die Netzwerkports. Also wir sprechen hier immerhin über zwei 10-Gigabit-Ports, die ich auch als WAN-Ports oder LAN-Ports verwenden kann. Ich habe noch einen 2,5-Gigabit-Port und vier 1-Gigabit-Ports. Das finde ich sehr, sehr gut, gerade wenn man bedenkt, ich habe hier wirklich die Möglichkeit,
so eine Performance auch über WLAN oder annähernd eben zu nutzen, dann macht es Sinn, dass man solche Netzwerkports auch hat. Vom Prinzip her also schon mal eine super Sache. Die Performance, gerade nochmal beim Internet Access, haben wir gesehen, ist in Downstream-Richtung wirklich da. In Upstream-Richtung ist man ein bisschen eingeschränkt oder was heißt, das ist schon eine gewisse Einschränkung, das sollte man wissen. Die WLAN-Performance ist insgesamt als gut zu betrachten. Wenn man sich die einzelnen Messpunkte anschaut, muss man sagen, 5 GHz Performance wirklich gut, gerade 5 GHz Modul 2 extrem gut. Die 6 GHz Performance würde ich jetzt nur noch so als gut bezeichnen, das ist auf kurzer bis mittlerer Distanz in Ordnung, bricht dann aber schon etwas stärker ein, was natürlich schade ist, gerade wenn man hier eben vom absoluten Topmodell spricht, dann ist eigentlich die Erwartungshaltung, dass das auch im 6 GHz WLAN das Maximum ist, was möglich ist. Also da ein bisschen schade, dass da die Performance nicht ganz so auf dem maximalen Level ist, das man zurzeit bekommen kann. Wenn wir dann noch mal kurz über die Konfigurationsmöglichkeiten schauen, muss man sagen, das ist insgesamt von den Möglichkeiten tatsächlich gut. Also man kann wirklich eine Menge machen. Auf der Gegenseite ist es ein bisschen unübersichtlich. Da würde ich mir auch mal wünschen, dass man da vielleicht noch mal ein bisschen an der ganzen Benutzeroberfläche arbeitet und schraubt und die noch mal ein bisschen, ich sage mal, übersichtlicher gestaltet. Dann haben wir nochmal dieses Thema Magenta TV, ne, möchte ich nochmal kurz erwähnen. Wenn man Media Receiver hinter dem System einsetzen möchte, dann geht das nicht wegen dem Thema mit dem IGMP-Proxy. Vom Prinzip her, ne, wenn ich den OTT-Service nutze, also sprich die Magenta TV-App, dann habe ich da natürlich keine Probleme. Da haben wir noch das Thema Preis. Da muss man schon fast schlucken. Es ist einfach wirklich ein krasser Preis. Es sind aktuell, glaube ich, etwas über 700 Euro. Es ist wirklich wirklich ein hoher Preis. Natürlich bekommt man hier mega viel Hardware für, gar keine Frage, aber trotz allem muss man sich immer gut überlegen, möchte man dieses Geld in einen WLAN-Router stecken. Und das ist natürlich wie immer davon abhängig, ne, wie viel Geld hat man, was für Anforderungen hat man und so weiter und so fort. Im Großen und Ganzen kommt dann natürlich noch zum Tragen das Thema Quadbandaufbau. Also ich habe diese 4 WLAN-Module und da stellt sich für mich halt immer die Frage, kann man das gewinnbringend einsetzen? Und ich persönlich muss sagen, wenn man ein Mesh-System aufbaut, also mit weiteren WLAN-Routern, die dann als Mesh-Nodes agieren, das können auch andere Modelle sein. Es muss jetzt nicht das Modell hier sein. Es könnten auch GTX E 11000 sein oder Zenwifi Pro ET12 und Zenwifi Pro XT12 und so weiter. Wenn man das macht, dann macht der Quadband-Aufbau natürlich Sinn, weil ich natürlich so die Airtime-Nutzung auf verschiedene Bänder verteile und natürlich auch immer Crossband nutze. Also das heißt, dass zum Beispiel die Anbindung zum Mesh Master, also hier dem GTX E 16000, dann über Frequenzbereich XYZ erfolgt und die Anbindung zum Client erfolgt dann wieder über ein anderes Frequenzband. Also es macht auf jeden Fall schon Sinn. Also da kriegt man das Maximum, was man technisch realisieren kann, eben realisiert. Nutze ich das System Standalone, dann stellt sich für mich halt immer so die Frage, ob man den Quadbandaufbau wirklich in der Praxis dann gewinnbringend einsetzen kann. Und da muss ich persönlich sagen, da bin ich sehr skeptisch. Also wenn man einen einzigen WLAN-Router quasi hat, dann würde ich sagen, macht ein Triband-System meistens mehr Sinn. Weil hier hat man dann zwar ultra viel Hardware drin, aber die kriegt man dann auch nicht so richtig in die Verwendung. Man müsste dann wieder hingehen und sagen, okay, ich nutze jetzt für die unterschiedlichen Frequenzbänder oder die unterschiedlichen WLAN-Module unterschiedliche SSIDs, verteile meine Clients manuell. Aber dann stellt sich wieder die Frage, kriegt man wirklich dann auf mehreren Bändern gleichzeitig einen Peak in der Praxis und also eine hohe Auslastung quasi. Das ist dann auch wieder so ein bisschen fraglich. Also da würde ich persönlich sagen, ne, ein System Standalone, da ist der Quadband-WLAN-Aufbau nicht so spannend. Trotz allem muss man natürlich sagen, wenn ich 10 Gigabit haben will auf WAN- und LAN-Seite, dann ist es natürlich wieder alles sehr fair. Ne? Also es hängt so ein bisschen drauf an oder davon ab, wie möchte ich dieses System einsetzen, welche Möglichkeiten habe ich da, ob dieses System dann eben für mich einen Mehrwert bedeutet oder nicht. Ich behaupte mal, für 98% aller, die sich das Video anschauen, ist das jetzt nicht so das super attraktive System, weil es einfach halt wirklich super brachial ist und man das in der Praxis dann oft nicht so wirklich braucht. Da finde ich zum Beispiel einen Zenwifi Pro ET12 deutlich attraktiver. Also wäre so mein favorisiertes System bei eben Asus Portfolio aktuell. Aber das muss man natürlich selbst entscheiden. Dann haben wir natürlich noch den Energiebedarf, der ist wie zu erwarten gewaltig. Das war jetzt keine Überraschung, mit so viel Hardwareausstattung ist der Energiebedarf hoch und so ist es halt auch. Abschließend kann man ganz klar sagen, die 10 Gigabit Netzwerkports sind der Hauptgrund, sich für den GTA XE 16000 zu entscheiden. Wenn ich die 10 Gigabit Ports nicht brauche,
dann bleibt nur noch Quadband übrig. Und da muss ich halt, wie ich schon eben ausführlich erläutert habe, auch sagen, das macht nur für wenige Anwender dann wirklich in der Praxis Sinn. Das heißt, um es kurz zu machen, die 10 Gigabit-Ports sind der Hauptkaufgrund, gefolgt vom Quadbandaufbau in einem Mesh-System. Diese beiden Punkte, wenn die für mich nicht relevant sind, dann ist der GTAxe 16000 für mich ebenfalls nicht relevant. Also da muss man sich einfach die Frage stellen, ob man diese beiden Funktionen oder wenigstens eine der beiden Funktionen gewinnbringend im lokalen Netzwerk einsetzen kann. Damit sind wir hier auch schon am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, dir hat der Einblick zum GTAxe 16000 gefallen. Auf meinem Kanal findest du viele weitere interessante Videos rund um WLAN-Systeme und Co. Und ja, an dieser Stelle bleibt mir nur noch eine Sache übrig. Vielen Dank fürs Zuschauen und gerne bis bald.